Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, ist das Verteilen von Wissen. Und zwar hat ein Firmeneigentümer einen Kurs besucht, so wie hier, beim Zentrum für nachhaltiges Bauen und hat festgestellt, super, super Technologie, die wäre sehr interessant für mein Unternehmen, für meine Mitarbeiter. Dann hat er sich überlegt, an wen werde ich das verteilen in meinem Unternehmen und hat gesagt, ja, die und die und die und die kommen alle in Frage, aber leider treffe ich diese selten, weil die arbeiten alle sehr verteilt auf verschiedenen Baustellen und es ist sehr schwierig, alle zusammenzubekommen. Die nächste Überlegung war dann, okay, kann ich die vielleicht per E-Mail oder mit irgendwelchen anderen schriftlichen Kommunikationsmitteln informieren? Und da kamen ihnen sehr große Zweifel, ob die das lesen und ob die das am Ende auch verstehen. Und so hat er sich dazu entschlossen, eine Versammlung einzuführen, Versammlung, die regelmäßig im Monatsabstand dann stattfindet, wo alle Mitarbeiter zusammengerufen werden und wo solche Informationen verteilt werden und wo er sich auch dann sicher sein kann, dass diese Informationen entsprechend verstanden wurden. Der Interviewpartner hat kommuniziert, dass das aktuell aus seiner Sicht der beste Weg ist, aber natürlich sehr aufwendig ist und er sich schon eine Lösung wünschen würde, mit der er das sehr viel effizienter machen kann. Und das heißt, die Leute gezielt informiert, aber auch auf jeden Fall sicherstellen möchte, dass die Leute das verstanden haben und entsprechend anwenden.